hier auf dem IFA-Stand 2013 der Deutschen Telekom. Wird auch erklärt, was VDSL Vectoring ist, der neue Turbo für die Datenleitung. VDSL Vectoring gleicht Störungen zwischen Kupferadern aus. Vectoring bringt Tempo in die digitale Kommunikation, da weniger Störungen den Datendurchsatz erhöhen. Durch VDSL Vectoring wird in Zukunft mehr Bandbreite erreicht. Bis zu 100 Megabit pro Sekunde sind dann auf herkömmlichen Kupferadern möglich, auf denen mit VDSL bisher nur bis zu 50 Megabit pro Sekunde möglich waren. Die Upload-Geschwindigkeit wird sogar vervierfacht, das heißt bis zu 40 Megabit pro Sekunde im Upload sind durch VDSL Vectoring möglich. Durch diese sehr hohe Upload-Geschwindigkeit kann man auch Cloud-Anwendungen superschnell nutzen. Ein Fotoalbum mit 200 Megabyte Größe würde in nur 53 Sekunden in die Cloud geladen werden. Das sind die Vorteile von VDSL Vectoring bei der Deutschen Telekom.